Ah, du sagst was am Anfang, nicht ich. Nein, du. So. Du machst den Anfang. Nein, ich komme auch. Wir machen Schere, Stein, Papier. Okay. Warte. Und. Bist du bereit? Ja. Los. Ha, nein! Was ein Dreck. Okay, ich mach die Anfangsansage. Juhu. Gut, also. Du hast den Vogel umgebracht. Herzlich willkommen zu unserem ersten Let's Play. Mittlerweile der dritte Anlauf. Und jetzt befinden wir uns auf einem neuen Server, wo nur wirklich wir ohne Cheats zugange sind. Das heißt, es ist Tag. Wir spielen Freitag Tim. Und ich bin Robinson Ritchie. Genau. Das heißt so, Robinson und Freitag, vielleicht kennt ihr so. Okay? Ja, war auch nur so eine Idee. Gut, das heißt, wir sind jetzt wirklich mit leerem Inventar hier und werden jetzt einfach mal gut. Wir wollten jetzt eigentlich ganz normal beginnen zu bauen. Das ist natürlich jetzt sehr gut. Das ist eine schöne Schlucht. Ja, gut. Wo wir doch dabei sind. Was habe ich denn jetzt hier in der Hand? Wo bist du hin, Tim? Das wirst du ja auch kennen. Ich glaube, es wäre intelligenter gewesen, wenn wir uns erstmal oben was gebaut hätten aus Holz. Ja, ich bin auch aus Versehen hier reingefallen. Ich bin dir gerade hinterhergesprungen. Warum kannst du nicht mal du sein? Spaß. Ich möchte ja nicht persönlich sein. Was gibt's doch jetzt gerade? Wollen wir versuchen, wieder rauszukommen? Wäre nicht schlecht. Okay, das war jetzt echt unnötig, dass ich hier hinterher gejumpt bin. Ich wollte schon gerade sagen, also so richtig verstehe ich das Prinzip von deiner Aktion auch nicht, aber... Ich werde gleich mit's nachten, dann sind wir ganz schön Naja, dann haben wir verloren. Alter, da unten sitzt eine Spinne drin. Geh weg, Spinne. Geh weg. Stirb. Kartoffel, stirb. Mann, das war echt unnötig, was ich hier gemacht habe. Unnötig. Schulerfolgzeit ist unnötig. Gar nicht, das ist das Beste, was es gibt. Na, wann wird es wirklich unnötig? So kann's kommen. Ich würde sagen, wir beginnen mal schön damit. Hier. Oh. Ich bin draußen, juhu. Und halb tot. Jetzt mal schön so abdrängen, dass du gleich wieder reinfällst. Ja, da würde ich mal sagen, wir fangen mal erstmal an, Holz abzubauen. Richtig. Rein logisch betrachtet. Aus der Gesamtsituation heraus. Ist ja nicht das Falsche. Bauen wir ein Holz oder ein Steinhaus, Richie? Holz. Aber Stein ist auch der letzte Schrei, habe ich gehört. Ja, das ist der letzte Schrei, wenn man was Richtiges hat, womit man das abbauen kann. Das kommt. Wir könnten ein Haus aus Dreck bauen, das ist noch nie gemacht. Ja, wer will auch in einer Dreckbude wohnen? Das ist kein Wunder, dass du das noch nicht gemacht hast. Haha, fall runter. Ich würde sagen, wir machen so, bis jeder hier 30 Holz hat, oder? Sonst wird es zu langweilig auf Dauer. Ja, ja, schon klar. Ich habe schon 8 Holz und du. So. Jetzt sind wir wieder da. Ja, sehr schön. Da unten die Schrift. All diese Anfängerpannen, das passiert halt. Die da manchmal kommt, sind Leute, die auch auf dem Server sind. Sie sind aber nicht bei uns in der Welt. Der Server hat mehrere Welten.
Wir sind in einer Survival-Welt. Das heißt, keine Cheats. Und alles abbauen, wie man es aus der Offline-Welt kennt. Naja, okay, man kann da auch cheaten. Kann man. So. Kann man cheaten, Richie? Wo? In der, wo wir gerade spielen. Weiß nicht. Können wir mal probieren, wenn wir in einer brenzlichen Lage sind. Ja, man kann cheaten. Die habe ich gefunden. Die lag hier. Werf dein Inventar dahin und mach die weg, Tim. Ich hab's schnell geworfen. So, ich werde kurz die Diamantenschaufel vernichten. So, Inventar gecleant. Alte wieder aufgenommen. Weil wir wollen ja hier wirklich nicht. Wir wollen es ja mal anständig versuchen. Der war gut. Ah ja. Es wird nicht gerade schon dunkel, oder? Wir haben noch keine Fackeln. Das wäre richtig doof. Kann man eigentlich hier schlafen gehen, nee, hier? Ich glaube nicht. Zu zweit ist das eh ein bisschen schwer. Und bevor du klopfst, da kaufst du an der Tür. Oder? Hä? Vergiss es. Ja, also es ist zu zweit, wird es hauptsächlich jetzt eigentlich noch bleiben. Vielleicht stößt noch der Joshua hinzu. Du fliegst schon wieder, Richie. Ich fliege überhaupt nicht. Das ist gerade. Ich hätte mich wohl kaum verletzt, wenn ich geflogen wäre. Oh nein, Fail. Ich wollte nur Kohle suchen. Richie, ist heute Nacht. Ja? Mhm. Auch kannst du Kohle nur mit der Axt abbauen. Boah, da ist Kohle. Brauchst dafür so ein Dings, das weißt du schon. Ich kann Kohle mit bloßer Hand abbauen. Nee. Wetten. Bau ab. Natürlich geht das. Da. Schau's. Da kam aber nichts raus. Ja, hab ich doch gesagt, man kann es nicht mit der Kohle ab, kannst nicht mit der Hand abbauen. Ja, wie denn sonst? Ja, mit der Schaufel. Mit einer Spitzhacke. Ah, Mann, bin ich doof. Echt? Du spielst nur mit too many items. Das merkt man vor. So. Ich muss sagen, dass ich jetzt meine 38 Holz habe. Können wir jetzt anfangen zu bauen. Würde ich mal sagen, wir bauen erstmal das Loch zu. Oder... Wo wollen wir hinbauen? Keine Ahnung. Ja, komm, vielleicht erst mal aus dem Loch wieder raus. Nein, hier unten ist Kohle. Brauchst du nicht mal eine Workbench? Klar. Ich habe mir gerade eine Holzaxt gemacht. Eine Axt, Steinhacke. Wow, ich werde angegriffen. Das kann der ja mal wieder. Haha, der verbrennt. Wir müssen auch nochmal Pilze sammeln gehen. Ja. Ich liebe Pilze. Hab so eine Treppe rausgebaut, Richie. Wenn du wieder raus möchtest. Und mir beim Bauen helfen. Lass hier unten erstmal das Haus hinbauen, oder? Oder baust du oben gerade? Ich würde erstmal oben hinbauen und vor allem wird es jetzt erstmal Nacht. Vielleicht sollten wir uns da schon entscheiden. Ich weiß es ja nicht. Ja, mit der Nacht ist kein Problem bei mir. Er hat ja schon Fackeln, der Feind nachher. Ja, ich komm zu dir. Verbringen wir die erste Nacht in der Höhle. Ja. Gut, Richie. Wenn du das sagst. Ja, ich habe keine Lust im Dunkeln zu hocken. Wenn man irrsinniges Getippe. Ja, das nervt auch nur ganz gering. Ich würde auch. Jetzt hörst du es aber nicht mehr. Natürlich höre ich das. Ich weiß, aber ist das toll bei so einem scheiß Laptop. Du willst es doch jetzt auch
lassen mit dem blöden Rumgeklicke, oder? Ja, aber Richie, ohne das richtige Klicken kann ich nichts machen. Du stehst hier nur auf einer Stelle und machst gar nichts. Ich arbeite gerade in der Workbench, wenn es dir aufgefallen ist. Ach so. Gut. Aber ein Vorteil zum vorherigen Server, der laggt nicht hier. Das ist einfach. Und hier gibt es drei netten Personen, die alles aus deinem Inventar klauen. Ja, das kommt noch dazu. Und außerdem ist das der gleiche Server, wie auf dem wir auch Kohle, Kohle, unsere Let's Shows Kohle, waren. Kohle. Kohle. Stimmt, das ist natürlich auch ein Vorteil. Können wir echt zwei am Stück machen. Das heißt, wir können sozusagen hier unsere, sag ich mal, Survival-Welt auch mal in eine Let's Show einbringen. Was du alles kannst. Und uns das hier mal die Gegend aus der Flugperspektive anschauen. Ja, nee. Ist gerade sehr effektiv, dass wir die gleichen Klötze abgraben. Ja, mach du dich mal ab. Hab schon 11 Kohle. Wie viel Kohle hast du? 13 jetzt. Wollen wir die Fackel da unten? Ach nee. Lass sie erstmal da unten drin. Sticken. Benutzt auch gerade die Crafting Box? Ja. Gut, dann benutzen wir die gerade gleichzeitig. Was tust du? So, die Fackeln reichen erstmal. Ah, ich hab 48. Ich hab 64, 29. Jetzt muss ich meinen Kopf rechnen können. Ach, schieb mich doch mal die ganze Zeit rum. Ja, ist mein Ziel. Ich will dich loswerden. Du stehst im Weg. Ah, Richie, die Höhle ist gefahrenlos zu betreten. Und meinst du nicht, dass du dir vielleicht Maus zulegen willst? Ich habe eine Maus, aber die hat eben den Geist aufgegeben. Und ich sitze gerade auf dem Bett, also. Mann, du sitzt auf dem Bett, ich will auch auf dem Bett sitzen. Ja, ich liege in meinem Bett und esse Chips.